Plätze und sind gleich wieder für euch da. Next Match startet sowieso erst in ungefähr einer 3-4 Minuten. Da sind wir wieder. Und dieses Mal ist Cecilia am Spielen mit einem Damage-Dealer. Ja, du musst dich natürlich auch bewegen. Mach ich doch. Du hast gesehen. Aber du musst mal gucken, ich glaube auf Q wirft er Bomben. Nee, auf E wirft er Bomben. Q ist irgendwas anderes und Shift ist irgendwie so eine Bohrattacke oder so eine Messerwurfattacke. Ah, das stürmt tatsächlich nach vorne. Machst du halt noch deine Linksklick auf Maus mit Primärattacke und Rechtsklick Sekundär. Auf rechts für diese, die Valkyrie, springt ihr auf ihren Stab. Warum bin ich wieder tot? Ja, weil du dich verteidigen musst, liebe Cecilia. Weil du dich verteidigen musst. Komm schon, gib's ihm. Bleib bei der Gruppe mit dabei. Alle, die weiß sind, gehören ja zu dir. Am besten ist, du bleibst bei deiner Gruppe mit dabei und hilfst denen beim Kämpfen. Das hier ist keiner von dir. Das ist eine rote. Das ist hier auf einer. Das ist glaube ich einer der Supporter gewesen. Ich bin wieder tot. Trink Bier. Dann funktioniert es auch mit dem Kämpfen. So, such dir mal deine Gruppe und keine Ahnung, weiß ich nicht. Misch dich mal. Es ist so eine Bombe. Da müsste noch so einer wie du dabei sein. Ich weiß nicht wer und wo. Oder tut's da bei der Bombe? Nee, das war's nicht du. Das war doch ich. Hallo! Ja, du musst dich bewegen und verteidigen. Das ist nicht so einfach. Vor allem nicht gegen menschliche Spieler. Das ist das LOL der Zukunft. Das ist Heroes of the Storm. Ich setz dir mal wieder die Kopfhörer auf. Danke. Nicht, dass du plötzlich nichts mehr hörst. So. Ja, die sind in eurem Camp drin. Das ist natürlich schlecht. Ja gut, hier geht's um die Kills, ne? Also hier gibt's keine Punkte einzunehmen, sondern hier geht's ausschließlich um die Kills. Tauschen wir wieder? Können wir gerne machen, wenn du willst. Dann spiel ich ein bisschen deinen Damage-Dealer. Oder willst du es noch ein bisschen probieren? Ja, ich versuch's. Nimm erstmal das Bier mit, beziehungsweise, ja, es hilft dir, glaube ich, auch wenn deine Gesundheit voll ist, mehr Gesundheit zu kriegen, wie du eigentlich das Maximum. Du hast jetzt sozusagen gerade 188 von 150 Gesundheit. 188. Bringt es dir was, wenn ich deine Lebenspunkte ansage? Nein! Tja, Spectator-Mode. Du kannst dich im Spectator-Mode auch ein bisschen bewegen und den Leuten zugucken, auch wenn die Respawn-Zeit nicht so groß ist. Und da liegt eine Valkyrie am Boden. Es könnte einer von unseren Sterbefiguren gewesen sein. Nicht nur stehen bleiben, du musst dich bewegen und deine Attacken einsetzen und so weiter und so fort. Bomben werfen, Messerdrill, alles. Du musst sie vernichten. Guck mal, es steht 13-9 für die Gegner. Ja, ich würde sagen, er hat dich eingefroren. Aber es dauert ja nicht lange, dann bist du wieder zurück. Einfach mal mit Bier stärken. Siehst du, jetzt hast du doch mal gekillt. Wenn du da unten vielleicht zügig eine Bombe reingelegt hättest, dann hättest du vielleicht sogar die noch mitnehmen können. Stattdessen hast du deinen Teamkollege gekillt, aber ist ja wurscht, Hauptsache ein Kill. Was zum? Ja, du musst dich ein bisschen trickreicher bewegen. So mit Jump and Run and Bomben werfen, kämpfen. It's your turn! Oh, ein anderes Beanie. Derwisch heißt der hier. Der heißt fast so wie ich. Defeat. Ja, leider Gottes habt ihr verloren.
Tut mir leid, aber ist jetzt nicht ganz so glücklich gelaufen. Willst du nochmal eine andere Klasse probieren, oder? Tab, du musst auf Tab gehen. Ja. Du kannst, glaube ich, ja, oder du kannst auch liefen, oder? Drück mal P. Nee, das geht jetzt nicht mehr. Ja, dann musst du, glaube ich, liefen. Sonst spielst du mit dem gleichen Charakter. Du hattest vorhin erst Tab ist für Dismiss und dann anschließend P ist für, um einen neuen Charakter auszuwählen. Beziehungsweise wählt man nicht ohnehin einen neuen Charakter? Vor jedem Match? Trees, das ist Domination. Domination ist auch wieder Punkte einnehmen. Ich vermute mal 3 Punkte und ja, die mit mehr Punkten wahrscheinlich, aber der ABC, die kriegen halt mehr Punkte. Naja, auf jeden Fall eine schöne Gegend. Sieht so ein bisschen eine Mischung aus nach irischen Hochländern und asiatischem alten Baustil. Also Japano hat eigentlich nicht viel mit Wikingern zu tun. Denn Raider, der ist eigentlich gar nicht mal schlecht, den haben wir ja im Training gespielt, den müsstest du ja noch ein bisschen kennen. Q ist der Schildwurf, E weiß ich nicht und Shift weiß ich nicht mehr und Shift war ja die Wirbelattacke. Dann gib ihm mal Saurus. Aber am besten ist, du bleibst bei deinem Team dabei. Also bei denen, ja, die aber die haben sich aufgeteilt. Ja, die teilen sich immer auf. Guck mal, die erobern den Punkt hier. Schatz, du so. Kannst den. Du kannst. Es gibt Friendly Fire. Hör auf. Ja, einfach mal so Friendly Fire. Und nein, sie ist von Geburt aus keine Amerikanerin. Sonst hätte man ja jetzt sagen können, ja, ist nicht verwunderlich vielleicht. Aber es ist heftig. Also übrigens, ihr habt die roten Farben. Nicht verwirren lassen. Deswegen war ich auch so verwirrt. Ja, es ist halt ein bisschen heftig in Gruppenkämpfen, ne? Wenn du da plötzlich kämpfst und triffst die anderen. Mit der Wirbelattacke beispielsweise. Machen wir Shift. Shift. Viel zu langsam. Blue Team has captured B. Was ist denn das da? Was sind denn das für Totems da? Das ist auf jeden Fall ein lustiges Setting. Ja, und der andere war zu schnell, aber du hast immerhin mitgeholfen. Blue has captured Point C. Es ist nur so ein Ding, man könnte die Punkte hier oben so im Bild dargestellt haben, farblich, wer die Karte hat. Ansonsten muss man halt immer über die Karte schauen, wer halt gerade was hat und wo man hinrennen sollte, ne? Ja, du musst dich zur Wehr setzen, du musst ihnen zeigen, wer den größeren Penis hat. Und damit sei das Wort Penis wenigstens auch in dieser Aufnahmesession, welches einmal gesagt. Und irgendwie, das ist ein ganz komisches Schild, das ist von der Valkyrie, aber mir ist nicht ganz klar, wie die den setzt auf dem Boden. Ja, die Wirbelattacke bringt nur dann was, wenn jemand da ist und weggewirbelt wird. Mach mal Wirbel gleich, jetzt. Ah, schade. Kent hatte ich sogar getötet, ein Nahkämpfer. Das Kent ein Nahkämpfer. Ach ne, Kent ist glaube ich die Damage-Klasse, die du gerade hattest mit dem Wurf auf ihn. So, bleib mal bei Anyfish. Anyfish sieht relativ vernünftig aus. Ihr müsst den Punkt da einnehmen. Aber ist schon böse, wie die. Ah, okay, die Leichenteile verschwinden. Aber sieht trotzdem da hinten etwas böse aus. Alles schön blutverschmiert, perfekt, die pinke Rampe da irgendwie passt nicht ganz so wirklich, aber okay. Sie ist pink, natürlich passt sie nicht. Hör auf, du machst so deinem Teammate Schaden. So, der Disc, hört ihr euch? Du killed Team... Ja, Team killed any fish. Ist,
Eine Fisch wird dich da nicht ganz so für mögen. Ich glaube, sie wird mich gleich sowieso killen. Nee, wird sie nicht. Eher wird sie dich flamen. Ja, beweg dich. Bewegung, Bewegung. Ja, dann tue ich die aber treffen. Ja, da ist aber noch ein anderer gewesen. Du musst ein bisschen schneller sein. Liebe Cecilia. Wie würdest denn du da in einem Duell gegen mich da abschneiden? Da würde sogar ich noch gewinnen. So, komm, jetzt zeig ihm mal, wer den größeren Haken hat. Hinter dir ist wahrscheinlich die Valkyrie. Nein, glaube ich eher weniger. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und das ist einer von dir? Ja, das habe ich auch gemerkt. Da kommt sie wieder. Ja, ihr habt sie fast. Ihr habt sie fast. Red Team has captured B. Ja, hilf deinem Teammate, komm. Na, ah, das ist erblinden, das ist heftig. Ich würde an deiner Stelle, sobald du tot bist, würde ich sofort und Shift, also dein Wirbel ready hast, würde ich sofort Shift drücken. Weil was machen die natürlich, wenn du blind bist? Die werden sich wahrscheinlich so von hinten an dich ranschleichen. Wie viele Punkte habt ihr? 59. Ja. Aber ihr habt das Problem, dass ihr, glaube ich, ja, gerade eben hatten die Gegner 3 Punkte, ihr habt jetzt einen, sie haben 2. Die kriegen natürlich viel schneller Punkte jetzt in dem Fall. Wir könnten tauschen. Sollen wir tauschen in der Runde? Gut, dann tauschen wir eben eine Runde. So, euer Davis ist am Zug. Und mal gucken, ob ich es besser hinkriege mit dem Charakter, mit dem ich eigentlich sogar schon in Tränen gefällt habe. Jetzt wollen wir erstmal die Valkyrie hier offen. Warte mal, was war E nochmal? Muss ich eh mal kurz probieren. Ah, E war nach vorne stirbt. Das ist perfekt, um jemanden einzuholen. So, jetzt pass auf, den da holen wir uns. Oh, blinded. Oh, nee, oder? Aber wir kriegen. Ah, doch, jetzt. Moment, bin gleich da. Wo ist er denn? Da ist er. Okay, ja. Soviel zum Thema. Also, es ist schon krass. Es ist schon krass. Immerhin 60 Punkte, zwar nicht der letzte. Frikassee, entweder kommt Frikassee. Der hat 0 Punkte von allem. Kommt er immer irgendwie zu spät, kann das sein? So, wir sind hier Team Rot, das heißt, wir haben jetzt gerade den Punkt da eingenommen, das ist okay. Da unten ist Bier, aber ich glaube, das Bier können wir uns erstmal schenken. Ich hab das Bier schenken? Achso, gib mal mein Bier her. Das ist mein Bier. Du hast dein Bier hier gelassen, hallo? Du hast dein Bier hier gelassen. Ja! Ins Gras gebissen hat die Schlampe. So, oh. Warte mal, da unten ist Bier. So, nehmen wir das damit und wirbeln einmal durch die Gegend. Und da hätten wir dann den hier. Der hier ist geil. Der ist richtig geil, finde ich. Moment. Ich hab dich. Ah, ich wollte ihn gerade anstürmen. Scheiße, wandern. Aber es ist die gleiche Klasse. Ich glaube ohnehin, dass durch die gleiche Klasse. Ja, wer da ein Vorteil ist. Oh, warte mal, da vorne wird gekämpft. Wir müssen unseren Punkt hier verteidigen. Ja, wir flieht die faule Socke, die feige Socke. Die faule Socke. Ja gut, faul ist er auch. Aber feige sowieso. Hör mal, was haben wir denn hier? B gehört den Gegnern. Wir könnten ein paar Bier mitnehmen. Weil wie du siehst, wir haben das Maximum an Gesundheit, aber es geht noch weiter. Das heißt, wir wären natürlich... aber trotzdem 319 ist hier jetzt das Maximum. Aber sind wir trotzdem unter Umständen manch anderen im Vorteil. Aua, okay, den hat natürlich... Hat er mir gerade eine Bombe angesteckt oder sowas? Ja gut, das Problem ist... Dass die unheimlich wendig sind. Wie machen die das? Das wüsste ich auch gerne. Die sind unheimlich wendig, vor allem, ich kenne gar kein. Ich meine, gut, ich habe nach vorne. Shift ist ja der Wirbel. Ich habe nach vorne stürmen, aber das war's dann halt auch schon.
So, da kommt wieder jemand, aber den lassen wir mal rein. Den holen wir uns vielleicht von hinten. Moment, ich hab's gleich, jawohl, erblindet. Das Problem ist, ich krieg Schaden und weiß nicht woher. Ja, toll, danke. Ach, ich habe gerade Bier aufgenommen. Oh, das war ja praktisch. Ich hab im blinden Zustand. Ja! Ich sag nur Scheißschlampe. So. Ach, siehst du? Das ist der Große mit den Bierfässern. Der heilt mit irgendeinem Bierstrahl. Der heilt mit einem Bierstrahl. So ist das. Geil. Also mit einem Bierstrahl würde ich auch gern heilen. Das heißt gerade was. Tö. So, die Valkyrie, ja, komm her. Ich will dich schlachten. Boah, Defeat. Scheiße. Ja, nun gut, wir machen mal hier. Ich muss mal ganz kurz die Aufnahmezeit. Tab to Dismiss und ich glaube P für neuen Charakter. Ganz ehrlich, ich nehme jetzt mal diesen Schurken. Also für mich ist es definitiv ein Schurke. Wie lange dauert es noch? Okay. Ja, natürlich ist genau wieder mein Team, aber mein anderen Team ehrlich gesagt auch. Warum gehen die Leute da raus? Sehen die Leute, dass... Okay, das ist aber auch heftig vom Level her, Customize. Was haben wir denn hier? Coming Soon, also seine Klasse, entsprechend, ja, zu verändern. Das kommt noch, das ist jetzt im Early Access, in der ersten Early Access Version ist es noch gar nicht mit dabei. Die Statistiker, die gibt's auch noch nicht, ja. Dann würde ich sagen, wir kämpfen jetzt einfach mit einem 134er Sjuk gegen einen 52er Frikassee. Haben dann noch ein paar Bots an der Seite und sind dann glücklich. Wenn man auch mal gewinnt. Ne, wir haben ja vorher schon gewonnen, so ist es ja nicht. Einmal gewonnen haben. Was haben wir denn dieses Mal? Das ist wieder... Ist es wieder... Ah, sorry. Super. So, jetzt aber. Ich will den Schurken. Ach, das ist wieder die Karte. Okay, perfekt. Was ist denn... Ach, das Kuh, das ist der immer, was dich... Ne, das macht dich unsichtbar. Das ist, glaube ich, nicht mal derjenige, der dich erblinden lässt. Nicht. So, mein Teammate hat den ersten Kill gemacht. Es ist aber tatsächlich irgendwie... Wow. Okay, der purzelt sich. You kill Sven, but yeah. Okay, wir brauchen dringend Bier. Oh oh, wir brauchen Bier. Keine Kämpfe, wir brauchen Bier. So, schon besser. Werden wir verfolgt? Nein, noch nicht. Bleiben wir mal an einem unserer Bots dran. Warte mal ganz kurz. Bomben. Hahaha. Toll. Mein Teammate hatte weniger Schaden als der Gegner. Deswegen hat der hier auch gerade eben ins Gras gebissen. Naja. Oh, ich habe minus 5 Punkte. Wow. Okay, das ist... Ich weiß nicht. Was sagst du? Also es ist... Naja, schwierig. Also ich würde fast sagen, es ist ein bisschen unbalanced noch. Mhm. Was mich ein bisschen extrem wundert, ist, dass manche Klassen oder manche Spieler so extrem viel Schaden mit ihren Klassen machen. Obwohl wir ja schon die gleiche Klasse ausprobiert haben. Und es irgendwie das besser aussieht, gerade von der Sterbestatistik. So, you killed Olaf Bot. Ach, scheiße, das war einer von mir. Aufpassen! Ja. Olaf Bot killed me. Okay, das ist Blödsinn, weil er den letzten Kontakt mit mir hatte. Normalerweise wäre das jetzt sowas wie ein Suicide Kill. Also man hat sich selbst getötet. Wow. Ah, sieh mal an, guck mal. Ne, Moment, was war das hier gerade? Level A. Wir sind jetzt, was? Wir sind jetzt Level 9. Bringt uns das irgendwas?
Heavy Attack Taunt, Heavy Attack Dance, bla bla, Herb, Change Class. Du kannst doch jederzeit die Klasse wechseln, oder was?